Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 4. September. Und ich grüße euch ganz herzlich und möchte direkt zum Wochenabschluss wieder mal zwei Top-Underlyings in die Beschau nehmen, und zwar eben hier speziell Gold versus Bitcoin. Ich hoffe, die Übertragung klappt, weil hier bei der Streaming-Software auf YouTube so ein Stück weit hier irgendwie in einen Kreis sich dreht und dreht und dreht und irgendwie nicht zum Anschlag kommt. Aber ich will hoffen, dass es funktioniert. Ansonsten werde ich sicherlich dann hier ja die andere Software, die hier noch einen Sicherheitscheck hochlädt, nutzen, um das dann entsprechend auch zu veröffentlichen. Also, heute soll es um Gold und Bitcoin gehen, beide kurzfristig spannend, und das ist natürlich der Schwerpunkt, in dem es jetzt hier konkret werden soll. Also, wenn es konkret werden sollte bei euch, bevor wir natürlich die Analyse starten, immer wichtig, mit wem handelt ihr, führt ihr aus, an welchem Marktplatz, ja, landet ihr letztlich, und das ist wichtig, hier auch zu schauen, wer mit euch am Markt agiert. Das ist euer Broker, das ist euer Marktzugang. Wichtig zu wissen, wenn man hier in den Start geht, dass man den richtigen Handelspartner hat. Und mit JFD habt ihr den, Just Fair and Direct, unserem Motto seit Firmengründung. So dann, auf in den Chart. Und wir sehen jetzt hier mal konkret links Gold und rechts Bitcoin. Ich hatte ja den Goldpreis dieser Tage schon mal analysiert, und die Range, die ich sozusagen präferiert hatte, ist hier noch relativ deutlich zu sehen. Also kein Hexenwerk an der Stelle. Wir sehen sehr klar und deutlich, dass die Range hier noch nicht verlassen wurde. Die große Gretchenfrage, die sich aber hier eben stellt, ist jetzt die, ob es hier denn mal zu einem Ausbruch kommt. Also passiert hier noch was? Und das ist genau das, was wir jetzt im Detail uns anschauen wollen. Denn de facto wird es so sein, dass der Goldpreis hier zum Wochenausklang gegebenenfalls eine Entscheidung herbeiführt, und diese könnte, wenn es denn unter 1910 geht, Richtung Süden ausfallen. Das heißt, hier, ihr seht den grauen Tendenzpfeil, sollte Gold dieses wichtige Unterstützungslevel nach unten auflösen, dann gehe ich davon aus, dass es relativ schnell in Richtung 1785, 1815 gehen sollte. Ist aber nicht unbedingt mein präferiertes Szenario. Ich denke eher, die ja, Unterstützung, die hier schon im August auch gehalten hat, wie zuletzt gesagt, dürfte auch ihre Relevanz weiter behalten. Und insofern Gold hier oberhalb von 1910 durchaus interessant für mögliche Long-Engagements. Der Trigger am Ende des Tages ist aber eigentlich erst der Ausbruch über die Marke von 2000 Dollar. So dass dann hier die nächsten Ziele auf der Hochseite oder vielmehr Oberseite angesteuert werden. Das wäre speziell dann eben 2075 Dollar als erstes, um dann im weiteren Verlauf natürlich hier noch sukzessive weiter nach oben anzuziehen. Das schauen wir uns aber, wie gesagt, dann an, wenn es soweit ist. Jetzt hier kurzfristig sollte sich Gold stabilisieren, um eben hier wieder aufzudrehen. Wenn das nicht geschieht, dann ist es sicherlich gefährlich im Rahmen einer größeren Korrekturausbildung. Und ich möchte heute an der Stelle nochmal auf eine Sache eingehen, und zwar den Forex Bull, liebe Teilnehmer. Ich zeige es euch gleich mal hier im Stream, hätte ich fast gesagt. Nein, zunächst erstmal den Metatrader rübergeschoben für den Goldpreis an der Stelle. Hier der 15-Minuten-Chart, vielleicht ein bisschen bunt für den einen oder anderen, aber hier sehen wir jeweils abgetrennt die einzelnen Tage. 15-Minuten-Chart, eine Handelskerze, jeweils 15 Minuten. Und der Goldpreis ist sozusagen hier in Range der Asia-Session, des asiatischen Handels. 16,51 Dollar hat er sich so ein Stück weit bewegt bislang. Die durchschnittliche Schwankungsbreite aber deutlich höher. Und jetzt lässt sich natürlich dann erstmal ja, erwarten, was kann denn nun passieren. Und hier gibt uns der Forex Bull so ein bisschen den Ausblick im Rahmen einer möglichen Tendenz. Denn hier arbeiten wir mit einer künstlichen Intelligenz im Rahmen der Fuzzy-Vektor-Logik. Und hier haben wir heute ein bullisches Pattern beim Goldpreis. Wir sehen auch ein paar bullische Pattern bei den Kryptos. Die haben sich allerdings komplett schon mal erledigt, weil wir eben tiefere Tiefs gesehen haben. Aber hier heute zum Freitag der Goldpreis in der Möglichkeit, ein Tief bei 1929 zu generieren. Heutiges Tagesziel wäre aber 1957 Dollar. Das dürfte dann hier so ein Stück weit nicht die komplette Range ausschöpfen, aber eben hier anhand der Pattern-Analogie wurde sozusagen dieses Niveau definiert. Jetzt ist natürlich die Frage, kommt es dazu?
De facto oberhalb vom Pivot Point, da stehen wir aktuell, sieht schon mal gut aus. Wenn wir jetzt das Tageshoch, das bisherige rausnehmen, das wäre dann hier der Bereich um 1942,30. Also neues Tageshoch dürfte, Schrägstrich, könnte hier zusätzliche Impulse liefern und dann dürfte der Goldpreis den Trigger bekommen, um das Vortageshoch zu aktivieren oder attackieren und dann eben hier in Richtung dieser Range anzuziehen. $1.957, das theoretische Hoch, wenn die Range ausgeschöpft wird. Dann könnte es sogar in Richtung $1.969 gehen. Also sehr, sehr spannend. Komplett umgekehrt natürlich, wenn wir das Vortagestief rausnehmen, $1.921, dann gehe ich eher davon aus, dass wir die 1.910 dann testen und gegebenenfalls dann eben hier auch in den bärischen Modus übergehen. Das bleibt mal abzuwarten. Wir müssen einfach sehen, wie der Tag hier letztlich rausgeht bzw. endet. Das ist die Gretchenfrage, ob die Bullen es schaffen, hier aufzudrehen oder eben der ja, Markt eher lethargisch wird. Achtet drauf, heute haben wir noch die Non-Farm-Payrolls, den US-Arbeitsmarktbericht. Das heißt, 14:30 kann hier Volatilität in den Markt kommen. Rein statistisch ist der Freitag für den Goldpreis mal gar nicht so schlecht. Hier übrigens die Wochenstatistik auch vom S&P 500, der hier als neues Underlying im Übrigen dazugekommen ist beim Forex Bull. Und dazu werde ich heute sicherlich auch noch einen größeren Artikel machen auf großer Big Picture Analyse. Dürft ihr euch darauf freuen, auf dem Godmode, auf dem Social dann entsprechend zu lesen. Aber hier die 52-Wochen-Tendenz und im Overall View der Goldpreis hier am Freitag, der ja bullischste Handelstag. Insofern interessant, dass der Goldpreis hier, wenn er neues Hoch macht, durch das Pattern, durch die Wochentagsstärke durchaus beflügelt sein dürfte. Also Augen auf, aufgepasst. Das sieht mal nicht so unspannend aus. Wer am Tool selber übrigens Interesse hat, www.forexbull.de, findet ihr alle Konditionen, könnt ihr im Prinzip hier 14 Tage lang kostenfrei testen und im Anschluss gern dann weiter nutzen. Das steht allerdings nur JFD-Kunden zur Verfügung. Aber das ist ja auch das, worum es geht, wenn wir nämlich hier einen kleinen Benefit liefern wollen im Rahmen von Ideen, Handelsanregungen und eben statistischen Vorteilen. Soweit hätten wir jetzt aber erstmal den Goldpreis besprochen, gehen wir jetzt direkt zum Bitcoin über. Dieser ist unschwer zu erkennen, hier deutlich unter Druck geraten. Während der letzten Tage gab es hier richtig was obendrauf und wir haben hier dieses Niveau um $11.500. Während hier den letzten Wochen sogar schon eigentlich gut verteidigt, meine damalige Einschätzung hier im Rahmen dieser Pendelbewegung durchaus zutreffend. So richtig der Ausbruch hat aber eben nicht stattgefunden hier mit dieser dynamischen Kerze vom 17.8. Da hätte es eigentlich Richtung 12.500, 13.000 gehen können. Danach gab es direkt den Dip. Das ist schon so ein bisschen Warnsignal gewesen. Der ein oder andere mag hier auch eine Schulterkopf-Schulterformation schon sehen. Ich denke aber, dass der Bitcoin, wenn er sich jetzt in Kürze nicht stabilisiert, durchaus wieder Schrägstrich weiter abrutschen kann. Dazu habe ich hier die Fibos schon mal im Chart. Hier ins letzte Hoch vom 17.8. bis zum Ausgangspunkt bzw. Reaktionstief. Ich gehe hier bis zum definitiven Tief der letzten Bewegung. Und da lässt sich hier sehr schön sehen, dass wir den Unterstützungsbereich des 61er Fibo-Level hier haben, wo wir heute auch schon dran gelaufen sind. So knapp über der Marke von $10.000. Und wenn sich der Bitcoin hier stabilisieren sollte, sieht's gut aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass er unter Umständen im Vergleich auch direkt zum Goldpreis hier definitiv ja seinen Durchmarsch feiern könnte und sozusagen unterhalb von 10.000 den nächsten Sell-Trigger kriegt, um dann in Richtung 9.000 abzudriften. Das wäre dann hier die nächste Unterstützungszone. Alternativ fängt er sich hier, bleibt eine Option, aber aufgrund des Drucks der letzten Tage kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass es hier gegebenenfalls eine Gegenreaktion gibt. Das kann ich jetzt hier mal entsprechend einzeichnen. Sekundär wäre dann hier so ein Stück weit Stabilisierung und dann aber eben hier den Move nach unten zu starten. Andererseits, wenn wir das Hoch von gestern rausnehmen sollten, beziehungsweise von heute vielmehr schon wieder über die 10.950 ansteigen, dann wären die Bullen zurück. Aber das bleibt eigentlich für mich hier eher das weniger wahrscheinliche Szenario. Den Zusammenhang, liebe Leute, wollte ich an der Stelle hier den Bitcoin auch gecovert wissen, also im direkten kurzfristigen Vergleich Gold eher bullisch einzuschätzen, Bitcoin kritisch. Ich denke, es könnte tiefer gehen, aber in jedem Falle beide Kryptos hochgradig spannend und in diesem Kontext will ich hoffen, ich konnte euch mit ja feinem Wochenausklang segnen mit diesen zwei Währungen, älteste und jüngste Währung der Welt am Start. Wünsche euch an der Stelle einen wunderschönen Einstieg ins Wochenende und wenn ihr mögt, liebe Leute, dann hören wir uns nächste Woche wieder. In dem Sinne, fette Beute, auf bald, euer Chris sagt Tschüss.